Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt. Ich habe dringenden Redebedarf. Ich möchte warnen vor dem Film Halloween Ends. Er ist sehr schlecht. Ich rede hier von Halloween Resurrections, Halloween 5, der Fluch des Michael Myers, Halloween 6 mäßig schlecht. Ich komme gerade aus dem Kino, gehen wir es mal im Detail durch. Ich stelle mal meine gute Halloween-Maske weg. Sie hat nichts mit diesem Film zu tun oder mit diesem Machwerk. Ich bin enttäuscht von dem Film, weil ich etwas erwartet habe von den Leuten. Es wirkt die Trilogie, die angekündigt war. 2018 hieß es ja, es kommt Halloween, der nur Halloween heißt, obwohl eigentlich Halloween 2018, um ihn vom ersten zu unterscheiden. Danach Halloween Kills und jetzt Halloween Ends. Und nachdem der Halloween 2018 richtig gut war, und zwar alles richtig gemacht hat, also irgendwo zwischen sehr gut und nahezu perfekt, wie ich finde, für gerade diesen Film in dieser Reihe mit diesem Genre. Ja, er war ja sogar, was Halloween 2018 war, der bessere Terminator Dark Fate. So macht man das, habe ich mir gedacht damals. So baut man eine Filmreihe einfach auf, die über Jahrzehnte hinweg Bestand hat, eine große Fangemeinde unterhält und sehr viele Menschen popkulturell erreicht hat. Es ist ja tatsächlich die Horror-Ikone schlechthin. Jason ist tatsächlich ja auch nur eine Folge und eine Art Plagiat von Michael Myers aus der Freitag der 13. Reihe gewissermaßen. Ist Michael Myers gar nicht wegzudenken als ja, Urvater des Genres und dann die vielen schlechten Plagiate, von denen wir gar nicht reden wollen. Ja, und dann kam Halloween Kills, ein Film, den ja, viele nicht ganz so gut fanden wie ich, aber der positiv aufgenommen wurde. Für mich ist es ein sehr guter Film. Ich habe darüber ein eigenes Video gemacht. Schaut es euch an, auch zu Halloween 2018. Und dieser Film fühlt sich, obwohl er von denselben Menschen gemacht wurde, überhaupt nicht an wie ein Halloween-Film, der zu den anderen gehört. Er ist sehr gut von den Bildern. Die Bilder haben eine wirkliche Bedeutungsgewalt. Aber der Schnitt ist horrormäßig unglaublich. Ich wollte schon unglaublich sagen. Übrigens, das hier ist der erste Take dieses Videos. Das ist der einzige Take dieses Videos. Ich werde das nicht nochmal machen. Ihr kriegt jetzt meine Gedanken genauso ungefiltert. Ich komme gerade aus dem Kino. Ich war jetzt in der 20.30 Uhr Vorstellung bei mir im Nachbarort. Es ist der erste Film, auf den ich mich wirklich gefreut habe. Seit längerem. Alle anderen Lizenzreihen, auf die freue ich mich nicht. Wenn es dann heißt, es kommt wieder was raus. So, und dann hat mir eben gerade jetzt in diesen Jahren, wo wirklich alles verstümmelt wird und meine Helden der Kindheit irgendwie getreten werden mit Füßen zugunsten von schlechteren, neu eingeführten Charakteren, habe ich mich sehr darauf gefreut, eben, dass jetzt eine würdige weitere Episode kommt. Ist aber nicht passiert. Soweit jetzt erstmal zu dem ganzen, ohne dass ich euch verrate, wie die Handlung ist. Jetzt solltet ihr ausschalten, wenn ihr nicht wissen wollt, wie der Film wirklich spielt. Denn ich gehe jetzt auf die Handlung ein. So, es wirkt nämlich, als ob hier mehrere Handlungsstränge, grob gesagt einfach zwei unterschiedliche Filme zu einem zusammengemischt worden sind. Ich glaube, den Eindruck zu haben, dass hier mindestens 4 bis 15 Autoren 6 verschiedene Versuche, die dann aber... Jetzt, Leute, mal ganz ernsthaft, selbst Alien 3, egal ob Kino oder Langfassung, ergeben hier eine größere Kontinuität und einen besseren Film. Alien 3, versteht ihr mich? Halloween 6 ist der bessere Film. Halloween 6! Und der persönliche Tiefpunkt der ganzen Halloween-Reihe. Ich werde übrigens im Anschluss an dieses Video in mich gehen und eine Reihenfolge aufstellen. Und dann möchte ich auch ein Video machen, wie ich es auch schon bei Predator getan habe. Und das werde ich nennen, wann ist ein Halloween-Film ein guter? Also warum ist nicht jeder Halloween-Film gut und nicht jeder schlecht? Sowas in die Richtung mit einer Reihenfolge. Also welchen finde ich am besten, welchen finde ich am schlechtesten? Ich gebe euch schon mal irgendwie so an der Stelle hier klar zu bedenken, der landet bei den letzten drei. Halloween Ends ist einfach unglaublich schlecht. Halloween 6 ist wirklich... Ich wiederhole mich da jetzt nicht mehr in diese Richtung. Also, Handlung folgende. Er schließt nicht an Halloween Kills an. Anders als der 2018er Halloween, der nahtlos in Kills überging, dachte ich auch dieses Mal, es würde nahtlos weitergehen. Nein. Wir haben eine Anfangssequenz, Halloween 2019. Und ein
schnell einspringen müssen da Babysitter, soll auf einen Jungen aufpassen, der sich zunächst erstmal ganz nett verhält, aber Nachwehen, Haddonfield, traumatisiert, weil Michael Myers, seitdem kann er nur noch mit Licht anschlagen. Also eigentlich ganz normale Teenie-Probleme, was Babysitter und Kinder angeht, Horrorfilme und so weiter. Eigentlich auch ganz normale Probleme für Kinder, die zu früh mit zu viel Horrorfilmen oder Ähnlichem konfrontiert wurden. Oder eben auch Realhorror. Also kann nur schlafen, wenn Licht an ist, hat überhaupt Probleme, gibt es aber nicht zu, macht ins Bett, dann wieder sowas, erzählt die Mutter mal kurz. Das ist alles noch sehr bodenständig und du fragst dich, wo möchte diese Szene hin? Dann machen sie halt natürlich alles Mögliche und dann fängt das Kind trotzdem an, irgendwie so ein bisschen, ja, und Michael Myers kommt und holt dich. Auch das, ja, passt irgendwie noch und dann fragst du dich immer noch, wo geht das Ganze jetzt hin? Schlussendlich eine Verkettung von unglücklichen Umständen, weil das Kind es auch irgendwie drauf anlegt, sorgen für einen Unfall. Es ist wirklich einfach ein Unfall, zugegeben, aber auch irgendwie ein bisschen konstruiert. Das hätte ich anders geschrieben. Der Babysitter wird vom Jungen nämlich irgendwie in eine Falle gelockt, eingesperrt. Und zwar oben Richtung Dachboden. Es gibt dann so ein weitläufiges Treppenhaus, weil reiche Eltern. Und der Babysitter hat jetzt dann halt irgendwie auch das Kind hat ein Messer irgendwo fallen lassen. Das nimmt er dann halt natürlich auf, ist dann eingesperrt, schreit halt dabei halt auch, ich bring dich um, wenn du mich nicht sofort rauslässt und so weiter. Die Eltern kommen, just in dem Moment, ist eh schon eine blöde Szene. Jetzt tritt der Babysitter und das verstehe ich nicht. Wieso ist er da nicht einfach da drin geblieben? Und hat einfach abgewartet. Wollte er nicht, da ist er dann halt schon ein bisschen ausgerastet, tritt dann die Tür auf. Das Kind steht natürlich davor, kriegt die Tür ins Gesicht, fliegt jetzt die Treppe übers Geländer runter. Was ich übrigens spannend finde wegen dem Geländer, weil es höher ist als die Hüfte des Jungen und deswegen technisch gesehen schon gar nicht mehr so einfach ist. Aber sei es drum, Kind fällt runter, ist tot. So, Babysitter steht oben, hat das Messer sogar noch in der Hand, unten Geschrei. Gut gefilmt, dramaturgisch, ganz schön inszeniert, aber in irgendeiner Form sinnfrei. Obacht! Diese Szene setzt den Ton für den gesamten Film und fasst eigentlich exakt mein Problem mit diesem Film zusammen. Schön fotografiert, dramaturgisch, unglaublich wertvoll, aber vollkommen ohne Michael Myers und sinnfrei. Ja, das ist es. Es ist ein Halloween-Film, der irgendwie auch nicht so richtig an Halloween spielt. Also er wird in Halloween reinspielen, aber er beginnt da nicht. Es ist auch so, dass wir von Michael Myers in diesem Film weniger zu sehen bekommen, das meine ich jetzt wirklich ernst, als Darth Vader in Star Wars 4. Der bekanntlich, ich weiß es nicht mehr, ob es 8 oder 12 Minuten Film waren, aber so ähnlich ist es mit Michael. Und jetzt denkst du dir halt, was soll das Ganze eigentlich? Und jetzt kommt Laurie Strode ins Spiel. Sie hat sich angstfrei zur Ruhe gesetzt, lebt jetzt mit ihrer Enkelin Allison zusammen, die wir ja noch aus Halloween Kills kennen. Es sind mittlerweile einige Jahre vergangen und sie geht einkaufen, lebt ihr Leben ohne Angst und Fallen, schreibt dann ihre Autobiografie und wir treffen dann wieder auf so kleine Szenen, wie Leute sie anfeinden, weil sie ist schuld. Haddonfield hat eine ganz miese Stimmung, immer wenn es um Halloween geht, aber auch das Jahr unter. Das kriegen wir so immer ein bisschen mit erzählt. Es geht darum, dass halt einfach, im Prinzip Michael Myers war halt ein Sinnbild des Grauens und des Horrors. Und wir bekommen in kurzen Sequenzen halt erläutert, dass die einzelnen Bürger da zu Gewalttaten jetzt untereinander dann halt aufrufen mitunter, selber was machen. Immer wieder wird gemunkelt, er kommt zurück. Es wird aufgebaut, aber leider irgendwie fallen gelassen. Da ist die, finde ich, erste Idee drin gewesen, hey, dass irgendeiner der 15 Drehbuchautoren, die es gefühlt gibt, gesagt hat, lasst uns das doch so toll aufbauen und wir zeigen mal, wie das Haddonfield verändert und gerade nach Halloween Kills und so. Und dann haben alle am Tisch gesagt, ja, das machen wir, das wird voll gut. Ja. Und dann hat man die Idee aber beim nächsten Umschreiben im 3., 4., 5., 16., 12. Entwurf wieder fallen gelassen. Gut, weiter im Text. Der Film plätschert einfach so dahin. Es gibt keine nennenswerte Handlung, außer dass halt immer wieder Leute andere dumm anmachen. Und zwar namentlich lernen wir halt diesen Corey kennen. Corey ist dieser unglückliche Babysitter, der halt aus Versehen den Jungen da halt irgendwie unfallmäßig zu Tode kommen ließ.
und übrigens freigesprochen wird. Also das sind übrigens Sachen, die kriegen wir nicht zu sehen. Ich habe immer wieder bei diesem Film das Problem, dass ich glaube, der ist unglaublich schlecht geschnitten. Und es fehlen ganz viele Szenen, die uns Dinge einfach erklärt hätten. Die kriegen wir aber auch durch Expositionen nicht. Das heißt, entweder zeigst du uns das als Filmemacher oder du lieferst uns die sogenannte Exposition, dass irgendjemand das einfach erzählt, damit wir es begreifen als Zuschauer, die nicht dabei waren. Das sind dann Dialoge wie, ah, weißt du noch, vor 40 Jahren, als Michael Myers diese drei Babysitter bzw. drei Menschen getötet hat. Das ist Exposition, wenn du brauchst den ersten Film nicht sehen und hast verstanden, worum es geht. So. Das passiert aber auch nicht. Wir kriegen einfach Szenen nacheinander geschnitten, von denen du dich fragst, gehört die Szene dahin? Und was genau wollte diese Szene jetzt? Bringt sie die Handlung irgendwie weiter? Also die erste Stunde des gesamten Films passiert exakt das, dass wir diese Vorgeschichte kriegen mit dem Kind. Danach kommt erst der Schriftzug Halloween 1 eingeblendet, Kind tot, da, zack. Dann Laurie Strode und Allison hier zusammen in einem Haus, Autobiografie, geht einkaufen, wird ab und zu angekackt von Leuten von früher. Laurie, du bist schuld. Trifft alten Polizisten Frank, kennen wir noch aus Halloween Kills und 2018er Halloween und ist jetzt irgendwie auch im Ruhestand und ja, so ein bisschen angeflirte, aber irgendwie auch nicht. Und schon ist eine Stunde Film rum, die sich wie drei anfühlen. Ist mein Ernst, fühlen sich wirklich wie drei Stunden an. Ich habe wirklich schwer gelitten und mich jedes Mal gefragt, sitze ich hier in einem Halloween-Film? Und nur die Tatsache, dass ich immer wieder sowohl diese Allison als auch Jamie Lee Curtis als Laurie Strode gesehen habe, hat mich daran erinnert, dass das hier wirklich der dritte Teil dieser Reihe sein soll, dieser 2018er beginnenden Halloween-Reihe. Es war unglaublich langweilig, dröge und schlecht. Die Bilder waren gut und wir erkennen dann übrigens immer wieder diesen Corey und ach, wie schlecht es ihm geht. Er wird dann halt auch zufällig von irgendwelchen Leuten gemobbt. Ja, dann kommt Laurie dazu, scheucht die weg und irgendwie verbringen wir sehr viel Zeit mit Corey und lernen kennen, wie schlecht sein Leben ist, obwohl er jetzt Mechaniker bei seinem Vater ist, dass die Mutter, obwohl er erwachsen ist, so eine ultimative Schreckschraube ist, die den Vater terrorisiert, der nichts zu melden hat, die ihn terrorisiert und was machst du da, wem schreibst du? Also es ist so wie bei Psycho, nur dass die halt wirklich lebt im Gegensatz zu Norman. Also stellt euch vor, wie bei Norman Bates, die Stimme, Norman, Norman, du tust, was ich sage, nur gibt's die wirklich und sie sitzt nebendran und verbietet dir, jetzt irgendwas zu machen und so weiter. Also ganz, ganz furchtbar. Ja, und der wird natürlich immer von allen auch doof gefunden. Und dann kreuzen sich seiner und Allisons Wege, weil die ist mittlerweile natürlich Krankenschwester geworden. Ach ja, stimmt. Und ach, ganz furchtbar. In diesem Top-Krankenhaus, dem Haddonfield Memorial Hospital, ja, kennen wir ja noch aus dem Halloween 2 von 1981. Aber der hat ja in diesem Kanon der Filmreihe keine Gültigkeit. Haben wir jedenfalls auch schon mal genau das Logo gesehen. Also das ist schon in der Filmreihe bekannt. Und die spielt dann da halt von einem sexistischen Arzt unterdrückte Krankenschwester, die dann halt irgendwie plötzlich jetzt mit ihm und dieser Corey, er wird dargestellt als Nerd. Er ist jetzt auch, er ist ein durchschnittlicher Mann, den man ein bisschen Nerd entstellt hat. Ihr wisst ja, Brille, bei Frauen hätte man es gemacht, Brille, Pferdeschwanz und schon ist die Frau hässlich, egal ob es vorher Carmen Electra war. Und bei Männern wäre das halt so, Brad Pitt, Brille und Haare wuschelig gemacht und voll der Nerd und so. Also er soll uns als der Computer-Nerd verkauft werden, der ja irgendwie so die gebeutelt tiefgründig und so weiter geschlagen wird. Ich dachte mir, was ist jetzt hier los? Wir kriegen wirklich dann eine völlig inhaltsentfremdete, aus dem Nichts konstruiert wirkende Pseudo-Liebesgeschichte FSK 6 bis 8, nicht mal 12. Es finden nicht mal Küsse und sonst was statt, sondern nur so Verschüchtertes irgendwie von seiner Seite. Und sie, die ja wirklich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was für Probleme hat, schmeißt sich so ultimativ an ihn ran, weil sie hat ihn jetzt da halt einmal die Hand irgendwie beim Nähen assistieren dürfen, während der Arzt sie dumm angemacht hat. Was? Was? So, und jetzt geht der Film in diese Richtung. Das ist dann die zweite Idee. So, hey, lasst uns doch... Ach übrigens, Michael Myers, wie gesagt, nicht gesehen, gibt's nicht. Ja, zweite Idee, der nächste Drehbuchautor kam dann wohl mit, lasst uns doch irgendwie das so machen, wie wirkt jetzt Haddonfield auf den, die stellen ihn als Täter hin und lasst uns doch mit dem, und jetzt könntest du den Eindruck gewinnen. Ja, du könntest den Eindruck gewinnen, die Reihe geht einfach insofern weiter, dass Corey jetzt zum neuen Michael Myers wird. Ja, aber der hat ja die Maske nicht und es gibt auch bisher nichts, was irgendwie auf irgendwas hindeutet.
Jetzt wird er wieder von irgendwelchen Assis gemobbt, dabei natürlich auch wieder irgendwo runtergeworfen, und zwar eine Brücke. Und dann, ich dachte mir, ich gucke Alien vs. Predator 2. Kommt aus dem Gulli irgendwie sowas, da ist auch immer so ein Penner in der Gegend, der guckt auch immer, was da passiert, aber macht nichts, greift nicht ein, wird selber auch nicht angegriffen. Aber irgendwas zieht ihn in so ein Kanalabwasserrohr. Und du siehst nicht was und warum. Und du denkst dir, vielleicht ist es Michael. Und dann, das wäre ja eine Erklärung. Wo ist der die ganze Zeit nach Kills? Jetzt die 2, 3 Jahre, die das da her ist. Ja, später bekommen wir dann die Erklärung. Nach einigen weiteren Szenen wie Laurie und Allison leben einfach ihr Leben. Corey ist irgendwie nicht tot. Und jetzt da drin kommt dann, dass Michael Myers da unten wirklich lebt. Also, er kann nichts mehr. Er ist schwer gezeichnet. Wir fragen uns alle, was ist der Typ? Lebt er da jetzt von Ratten oder so? Aber sei es drum. Jedenfalls, er ist total schwach, bringt aber den Corey irgendwie auch nicht um. Und du fragst dich auch, WTF? Dann kommt der wieder raus, der Penner. Jetzt, ich bin Michael Myers, hol mir die Maske. Und dabei wird er aus Versehen natürlich abgestochen von dem armen Corey, der irgendwie jetzt, also es ist unglaublich schlecht, finde ich, von der Inszenierung sowas so zu schreiben und darzustellen. Das hätte man deutlich besser machen können. Hat mir nicht gefallen. Und ja, dann fängt der Corey an, immer blutrünstiger zu werden. Ich habe gedacht, ich gucke jetzt einen Purge-Film. Das war dann wahrscheinlich der dritte Drehbuchautor, der dann gemeint hat, hey, lasst uns doch jetzt aus diesem Corey den neuen Michael Myers machen. Das war die Idee vom zweiten, das habe ich verstanden. Aber jetzt setzen wir noch eins drauf. Der muss da erst noch hingetrieben werden. So Bruce Banner muss wütend werden, um der Hulk zu sein. Und darf Betty Ross nicht mehr sehen, mäßig irgendwie. Sowas in dieser Richtung. Und dann haben die anderen wieder gesagt, ja, das ist voll die gute Idee, genauso machen wir es. Und dann plätschert der Film immer noch weiter so vor sich hin. Wir haben, abgesehen davon, diese eine Szene mit nicht mal 60 Sekunden Michael Myers und der auch noch in schwach und in Richtung, was wir 2017 mit Logan the Wolverine gesehen haben, so Old Man Myers-Style, hängt er jetzt einfach mit seinen 3 Fingern irgendwie da in der Kanalisation rum von der einen Hand, hat dann halt immer noch die Kills-Maske auf, in noch verranster, und macht halt gar nichts. So, Corey entdeckt mittlerweile, dass böse sein irgendwie mitunter ganz toll ist, kriegt es aber nicht so richtig hin. Fängt jetzt aber irgendwie trotzdem noch weiter an, sich mit Allison zu treffen und erklärt ihr dann, ja, ich bin ein Mörder. Und dann gehen sie wieder in das Haus. Warum steht das leer? Das Haus, wo der Junge da zu Tode kam, vom Anfang vom Film, warum steht das immer noch leer? Und das ist irgendwie sein Heim, aber eigentlich auch nicht. Aber es wird so dargestellt und es wirkt wieder mal so, als ob uns die Hälfte der Szenen einfach fehlen. Es gibt auch keine erklärenden Dialoge dazu in die Richtung, Stichwort Exposition. Es ist von vorn bis hinten Grütze. Die Bilder sind unglaublich schön, aber was hilft das denn? Kommen wir jetzt mal zu Potte, denn ich rede jetzt hier wirklich mehr, als in dem Film passiert. Ist mein Ernst. Und wir haben also diese irgendwie angebandelte Liebesgeschichte vom mittlerweile 4. Drehbuchautor, wie ich meine. Und der macht dann daraus eben, ja, lasst ihn doch jetzt durchdrehen und zum Michael Myers. Und wir verknüpfen die ersten 3 Entwürfe miteinander und das wird ganz toll. Ergebnis ist, jetzt kommt ein anderer Typ, der auf Allison stand, der weder in ihrem Alter, der deutlich älter, deutlich unattraktiver und deutlich mehr Polizist ist als alle anderen. Und natürlich ist das der böse, böse Assi-Stalker-Polizist, der jetzt dann halt ihrem neuen Freund, nachdem, also der die dann auch öffentlich, also der Polizist, der ihre Affäre ist, steht in einem Diner, voll mit Leuten und fängt dann halt an, sie irgendwie richtig schleimig und auch nicht geflüstert dumm anzumachen. Also erst sie und als er dann sagt, sie hat Nein gesagt, ne, nach dem, hey, lass uns doch mal treffen. Er hat auch überhaupt keine Manieren oder Respekt, natürlich nicht, weil es ein Arschloch ist. Und sie sind in diesem Film irgendwie alle Arschlöcher. Jeder, auf den Allison, Laurie und Corey treffen, sind scheiße zu ihnen. Egal wer, jeder außer diesem einen Ex-Polizisten Frank, jeder andere behandelt sie wie der letzte Dreck. Jeder andere, du hasst sie und du willst einfach nur, dass sie sterben. Das ist ja ein beliebtes Thema in Horrorfilmen. Aber hier wünschst du es dir wirklich. Also vor allem wünsche ich mir auch, dass viele Drehbuchautoren einfach mal irgendwie aufhören, Klebstoff zu schnüffeln. Und das wird aber, glaube ich, in diesem Film auch nicht mehr passieren. Naja, Ergebnis der ganzen Nummer ist halt, dieser böse Polizist ist jetzt angepisst, weil halt irgendwie Corey Allison beschützen wollte und folgt dem.
Und der fährt natürlich zur Kanalisation. Und da gibt es natürlich den schwachen Michael Myers. Der wird jetzt, nachdem er dann halt, oh Wunder, den Polizisten zu fassen kriegt, weil Corey ihn da reinlockt in die Kanalisation, der geht natürlich auch alleine mit einer Taschenlampe bewaffnet hinterher und ey, ich mach dich fertig und so. Wer schreibt ein solches Drehbuch? Jetzt mal ehrlich, wo, in welchem Universum ist das nachvollziehbar, logisch? Oder in irgendeiner Form auch etwas, was ihr tun würdet? In welchem Universum? Ich glaube, in keinem. So, es kommt aber Schwächlings Michael und unter Zuhilfenahme von Corey kriegt er es überhaupt erst hin, den abzustechen. Und dann wird der Michael irgendwie so, dann passiert da was. Ich dachte, das ist jetzt wie bei Highlander, wenn er dann halt gerade die Belebung spürt, wie es ja Quickening in Deutsch übersetzt wurde, im schlechten Zweier. Ich weiß es nicht. Michael wird jetzt jedenfalls wieder ein bisschen stärker und jetzt ziehen sie, Achtung, als Duo durch die Gegend. Das heißt, die Idee mit, wir machen den neuen Michael Myers, in dem Corey, der jetzt so hier, du bist dran, ja, ablöst, Staffelübergabe mit Maske hier, ich kann nicht mehr, ich bin alt und scheiße, mach du mal weiter, das gibt's nicht. Jetzt ziehen die zu zweit los, machen zufällig dann halt willkürlich Leute weg, dass ich denke, das habe ich schon besser in Freitag der 13. Filmen gesehen, wo halt wirklich manchmal willkürlich Leute rein, damit irgendwie einfach der Killcount hochgeschnellt wird. Hier ist es so, dann ist der Arzt irgendwie, der nimmt sich da dann halt, dieser sexistische Arzt, der dann die Allison immer so disst, er hat ihre Kollegin befördert, mit der er natürlich auch rummacht und alles Mögliche. Und ja, dann kommt der Corey mit seiner vogelscheuchen Purge-ähnlichen Maske an und will jetzt da hier aufbegehren, hat gerade den Arzt weggekorkenziert, was ich ziemlich gut fand allerdings. Und dann rettet sich halt irgendwie die Assi-Krankenschwester ins Haus und er kommt nicht rein. Und dann denkt sie, sie ist gerettet und dann kommt von hinten Michael Myers. Und dann denkst du dir, jetzt sind sie zu zweit und machen so eine Velociraptoren-Taktik. Nur, dass die Raptoren zu dritt sind in Jurassic Park 1. Aber auch das hilft jetzt dem Film nicht wirklich weiter. Denn das ist, ich weiß nicht, die dritte Szene mit Michael Myers nach mittlerweile gefühlten 4 Stunden Film. Und real war es irgendwie nach auch so 65, 70 Minuten. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht gestoppt im Kino. Ich war mit mich ärgern beschäftigt und meine Gedanken schon auf jetzt vorbereiten. Ja, dann übrigens kriegt sich Corey mit Michael in die Haare und dann denkst du dir, jetzt ist es wirklich so, dass eine Staffelübergabe stattfindet und er der neue Michael Myers wird und die Filmreihe hätte, das wäre mutig gewesen. Das wäre wirklich, wirklich mutig gewesen. Das hätte man machen können. Ja, und dann passiert es aber nicht. Und jetzt rennt der Corey rum und will auch wieder Leute töten. Jetzt kommt aber auch noch die Laurie und weiß, dass der Corey böse ist, weil der Corey aber zwischendurch mal nicht böse ist. Wenn sich das für euch total kompliziert und verkopft anhört, es ist genau so passiert. Es ist genau so Szene an Szene nebeneinander geschnitten, ohne dass man manchmal meint, dass die Übergänge richtig stimmen. Im einen Moment liegt dann der Corey wieder in diesem verlassenen Haus, wo er irgendwie jetzt wohl wohnt, aber was? Wie? Und dann ist die Laurie drin. Was? Woher weiß die, dass der da wohnt? Und was haben die alles für Ninja-Fähigkeiten? Was stealthen die da alle in die Wohnungen anderer rein immer? Und dann sitzt sie da und erklärt ihm halt eben, ja, du kannst mit Allison nicht zusammen sein. Und er dann so, Moment mal, du hast mich doch irgendwie auf der Straße aufgelesen und ins Krankenhaus. Du hast mich doch ihr vorgestellt. Du hast mich doch ausgesucht. Ja, nein, ist so nicht. Ja, doch, ist aber so. Was? Zu diesem Zeitpunkt war ich schon fast in die geistige Insolvenz gesendet und habe mir da schon geschworen, ich mache sofort die Kamera an, wenn ich nach Hause komme. Ich fühle mich ähnlich traumatisiert wie der liebe Ingo Filmfreak nach The Batman. Ingo, herzliche Grüße. Mich würde sehr interessieren, wie du den Film Halloween Ends bewertest und ob du den genauso grauenhaft findest wie ich. Bitte mach ein Video dazu und wir kommentieren und interagieren dann gegenseitig in unseren jeweiligen Kommentarspalten. Vielen Dank. Also unglaublich furchtbar. Ja, wie geht das Ganze denn dann eigentlich aus? Also Corey dreht noch ein bisschen durch, bringt dann noch ein paar Leute um. Der Killcount ist deutlich höher als in anderen Filmen. Es ist übrigens ziemlich brutal. Es gibt eine einzige Szene, da hat das ganze Kino gelacht. Es hat mit einer abgeschnittenen Zunge auf einer Schallplatte zu tun und dann springt das Ganze im Radiosender. Jedenfalls an sich nett. Das war so nach 80 Minuten etwa. Was ist da los, Film? Ja, und danach kam eigentlich nicht mehr sehr viel, außer dass Michael dann irgendwie auch noch Rache wollte. Und dann kam Michael wieder, nachdem Corey jetzt Laurie töten wollte und das nicht geschafft hat. Dann hat Laurie, Allison und Corey wollten aber zusammen abhauen. Also Dinge, die alle irgendwie nicht zueinander passen.
Das sollte nämlich alles zeitgleich in derselben Nacht passieren. Und dann kommt der Michael, der jetzt keine Maske gerade hat, aber man sieht ihn immer noch nicht. Übrigens in den drei Filmen, Halloween, Halloween Kills und Halloween Ends, ist es immer so, dass man Michael mal ohne Maske sieht, aber immer nur so halbe Einstellung, also nie wirklich scharf sein ganzes Gesicht. Das hat die Reihe so für sich. Finde ich jetzt nicht schlecht, muss ich auch sagen. Ich hätte mir sogar gewünscht oder sogar erwartet, dass sie wirklich, wenn sie das jetzt so abschließen, auch ihn einmal vollkommen zeigen, um ihn zu entmystifizieren in dem Sinne, was sie aber nicht getan haben. Naja, jetzt kommt dann halt Michael und der wird jetzt richtig tranchiert. Also Laurie schafft es, ihn in einem sehr langen Kampf zu überwinden, wo du dich auch fragst, wie oft kann eigentlich eine Rentnerin noch durch die Küche und gegen die Wand und irgendwo hingeschlagen werden. Also sogar Profi-Wrestler stehen nach einigen solcher Moves nicht mehr auf, weil sie sich irgendwas gerissen, gezerrt oder sonst was haben und fallen für ein Jahr lang dann in der Storyline aus. Muss irgendwie erklärt werden und sie müssen dann halt irgendwie Reha machen. Aber das trifft natürlich nicht auf die plotrüstungstragende Laurie zu. Und deswegen kriegt sie es natürlich hin. Und Allison, die ja eigentlich von ihr nichts mehr wissen wollte, weil ja Corey gesagt hat, dass sie sie umbringen soll, hört sich das jetzt wie eine Halloween-Seifenoper für euch an. Das merke ich gerade so beim Aussprechen. Es ist wirklich so, was ich gerade erzähle, passiert alles in diesem Film. Und dann sind die jetzt plötzlich zu zweit, weil die Allison kommt, wie gesagt, zurück. Weil Gründe. Und jetzt stehen die dann zu zweit mit Waffen vor Michael und pinnen ihn auf den amerikanischen Küchentisch in der Mitte der Küche mit dem Messer. Sehr blutig, sehr brutal grundsätzlich. Der Blutlevel und auch was andere Teile angeht, ist in der Filmreihe ja konstant, was ich ziemlich schätze. Und dann pinnen sie ihn da jesusgleich auf den Tisch. Laurie tranchiert so an der Seite rum, anatomisch übrigens für jemanden einfach auch von Michaels Stärke höchstens möglich. Ansonsten, ein Mensch kann das nicht, selbst wenn er Bodybuilder oder Crossfitter ist. Klinge geht so nicht durch Rippe runter, aber sei es drum. Und er läuft aus. Und in diesen drei Filmen ist es ja tatsächlich so, dass halt einfach die Soundeffekte hier den Großteil des ganzen Schocks und dergleichen ausmachen, weil wirklich das Mikro ist so nah am Geschehen dran, so und also solcherlei Geräusche hören wir da zuhauf. Und das macht es natürlich umso ekliger und umso viszeraler. Ne? Also eingeweidiger, wenn man das so nennen möchte. Und dann kommt die Maske runter. Und dann sieht man ja wieder in so einer Halbeinstellung. Und dann nochmal Kehle aufschneiden und nochmal. Es ist einfach Michael Myers, wird koscher irgendwie aufbereitet. Jetzt kommen die ganzen Polizisten rein. Übrigens auch so eine schöne Handlungslücke. Irgendwie 30 gefühlte Minuten vorher hatte Laurie angekündigt per Telefon der Polizei, dass sie einen Selbstmord melden möchte. Und die tauchen einfach diese, wie gesagten, gefühlten 30 Minuten einfach nicht auf. Na, jetzt ist aber im Drehbuch die Seite angekommen, wo dann die Cops mal irgendwie eintreffen und das ist sehr schön. Und dann sind sich alle Polizisten nämlich einig, das passiert jetzt wirklich. Ich erfinde es nicht, Leute. Ich erfinde das nicht. Ja, Michael Myers, ja gut, komm, wir schneiden ihn jetzt aufs Auto und dann fahren wir durch die ganze Stadt und dann kann ganz Haddonfield Abschied von ihm nehmen und dann wird er zerhäckselt auf dem Schrottplatz. Und es gibt keine Begründung. Plötzlich ist ein Schnitt und du siehst so eine bedeutungsschwangere Bilder. Gewichtige Minen, ganz viele Menschen, ganz Haddonfield, Leute aus dem ersten und zweiten Film der Trilogie, die alle überlebt haben. Zum Beispiel der kleine schwarze Junge, der seine Babysitterin in Kills verloren hatte. Oder war auch in, glaube ich, Kills. Die schwarze Frau, die mit der Drohne gespielt hat, die alte, ne, die hat überlebt. Haben wir dann gesehen. Ja, gab vorher schon eine Szene mit, aber war nicht so rühmlich. Und so weiter geht das dann. Ne? Und dann auch der Sheriff, der Schwarze mit dem Cowboyhut, der taucht dann auch wieder auf und sagt, nee, heute Abend läuft das so. Und dann prozessieren sie da durch die Stadt, als wäre Rom und der Vatikan gerade dasselbe. Und dann fragst du dich, was stimmt hier eigentlich nicht? Wann haben die ganzen Leute davon erfahren? Wie hat man die jetzt informiert? Der einzige Radiosender ist nämlich abgefackelt worden. Und was passiert hier grundsätzlich? Dann kommen sie auf dem Schrottplatz an, Laurie wirft Michael dann da halt in diese Schrottpresse und du siehst wirklich ultimativ brutal, dass es in einem Videospiel auch heute noch irgendwie in der Beschlagnahmt-Version irgendwie zu sehen wäre, wie der wirklich zerstückelt wird. Also es bleibt nichts, gar nichts mehr. Ich glaube, nicht mal mehr Aschereste werden nachher übrig sein. Also selbst bei Verbrennen wäre noch fast mehr übrig geblieben, hätte ich gesagt.
Ich warte nur darauf, dass wir in etwa 20 Jahren einfach so eine Begründung kriegen wie der M1000. Ein weiterentwickelter Prototyp setzt sich dann so flüssig Michael Myers-mäßig zusammen, kennen wir ja aus T2. Aber ich möchte hier nicht in die Zukunft einen Ausblick wagen. Jedenfalls ist mein Fazit folgendes. Das ist der schlechteste Teil dieser drei Filme. Wer Halloween 2018 gut fand, Halloween Kills mochte, der wird den höchstwahrscheinlich nicht mögen. Das Erzähltempo ist unglaublich langsam. Es wirkt, als ob mindestens zwei, eher mehr Handlungen zusammengeworfen wurden, einen Film ergeben sollten und nichts davon ist passiert. Es ist mehr Spannung in die Brücken am Fluss oder Jenseits von Afrika. Jenseits von Afrika ist dagegen ein absoluter Psychothriller, was wir hier geboten bekommen haben. Es ist sehr wenig Michael und sehr wenig, noch weniger Myers im ganzen Film. Ich finde ihn wirklich schlecht. Ich mache als nächstes eine Einordnung, welchen Halloween-Film ich am besten, welchen ich am schlechtesten, welche mittendrin ich so sehe, fand. Und wann ist meiner Meinung nach ein Halloween-Film gut und wann nicht und warum? Das sind meine Gedanken zu Halloween Ends. Jetzt interessiert mich eure Meinung dazu. Wer die alten gut fand, sollte das allerdings erwägen, den Film höchstens, wenn man mal auf Prime ist oder sowas und nichts kostet zu sehen. Ihr zahlt mit eurer Lebenszeit und vielleicht eurer Seele. Macht's gut, ich bin verstört. Ich gucke jetzt Halloween 6. Das ist mein Ernst und ich werde den besser finden als das, was ich gerade sah.